Hey Leute und willkommen zu Gamescom Tag 3. Diesmal sind wir beim Anpassen noch ein kleines Stück näher an der Messe dran. Wir sind von der Bahn. Ja. Wir sind vor 1 auf der Messe, also alles gut. Wir gehen gleich auf der Messe zu. Wir spielen Dingsbums. Wir sehen uns dann. Dingsbums spielen Dingsbums. Aber wir sehen uns dann einfach gleich auf der Messe, wenn wir vielleicht auch wissen, wo wir hinwollen. Deswegen bis. Shout out to Nitro, shout out to Glacier. Huh, I wear the ice you never paid for. I got a bankroll, becoming major. Huh, I'll zip you up just like a tailor. I got the world in my hands, where's the glory in that? I need more for the kids, thinking matter of fact. I need rats for the people straight up in the shit. So, wir sind jetzt am besseren Gelände angekommen. In der Theorie. Der theoretische Eingang. Und gucken wir einfach mal. Ich kriege jetzt mal einen Zeitraffer rein und gucken mal, wie weit wir denn wirklich laufen müssen, bis wir denn in der Halle angekommen sind. So, jetzt die erste Kurve. Um es genau zu verdeutlichen, da in 20 Metern ist der eigentliche Eingang. Also in den Worten sind wir alle an der Ab
jeden Fall, alle Spiele, wo wir vielleicht spielen können, stehen wir Minimum 4 Stunden an. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Deswegen, mal gucken, für welches Spiel wir uns entscheiden. Entweder, weil diese Schlange ist doch sehr lang und in der Halle hier ist es unendlich laut. Zum in der Halle ist es ein bisschen leiser, wobei da gerade irgendjemand auf der Bühne LOL spielt, was auch laut ist, weil das Twitch ist, das ist auch immer mega laut. Und halt dieser Lärmpegel auf Dauer, während man stundenlang da sitzt und nichts tut. Ist halt kacke. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Jetzt sitzen wir hier in einer Ecke und essen mal was und gucken jetzt, wo wir uns irgendwie anstellen, was wir tun oder ob wir einfach sagen, scheiß drauf, wir gehen jetzt zu tun. Dass ich irgendwie, das ist selber raus, versuche ich gegen Kraft. Es ist viel zu voll. Und die Hälfte wieder gesperrt für neue Riesenumwege, was vollkommen unnötig ist, aber wenn die Organisatoren das wollen, bitte, sollen sie es so tun. Ich möchte nur einfach sagen. Nein, ich möchte nie, was du da alles gesagt hast. Dann halt nicht. Go, but they're on the outside, they're trapped. There's nothing Marco can do. Will have to run through. They're gonna have to jump through. This might hit the shot. He has to make a play. Marco's gotta go in behind. This is looking like Shiv's game. Damien's ready to win this game. The circle's doing a lot of damage, and it's gonna be Damien and Shiv taking the final game. So, wir waren jetzt die letzten paar Stunden bei Omen bei HP und haben uns die Omen Challenge live angeschaut. War echt lustig und ich glaube, es war auch nur eine Lache, die ich auf der Gamescom so im Warteverhältnis zum Spaß haben, weil es am meisten gelohnt hat. Oder wie stehst du dazu? Ja, also für alle anderen spielst du halt so, stehst 5 Stunden an und 10 Minuten dann Spiel zu spielen. Hier stehst du 20 Minuten an und kannst 3 Stunden dann drin bleiben, alles sehen. Und mit dem Wettbewerb mitkommen und halt auch die Community dann, die alle zusammen mitgefiebert haben, sobald du spielst, alle so, oh, das war halt viel geiler als einfach nur 10 Minuten Spiel spielen, alleine vielleicht sogar. Und wir schauen jetzt, ob wir uns noch irgendwo angestellt bekommen. Wir hoffen uns die Daumen. Eigentlich. Eigentlich. Ach, dumb tracks. So, I started soaring and we live that. Still pulling up to you, I'm rapping 10 raps. I was taught up with Apollo, I took 10 classes. 100 people, I done been that. Yo, people took me down, I felt a relapse. Woo! I got potential, gotta see ya. Yo, I'm rapping. So, wir haben zwar nichts mehr zu spielen gefunden, aber hier ist jemand sehr, sehr happy. Weil Punk uns morgen einen großen Gefallen tut. Aber wenn wir dazu dann morgen. Ja. Und nicht jetzt. Das ist vielleicht nicht vergessen, Leute mehr Videos von mir gucken müssen. Oh, das ist böse. So, nochmal zu links wechseln zu blocken. Die Gamescom macht jetzt auf jeden Fall gleich zu. Ich weiß, das war jetzt von der Gamescom aus nicht der spannendste Tag, weil wir heute halt eben nicht viel Spaß hatten. Wir saßen irgendwie von Viertel nach 3 bis kurz nach 7 bei Omen. So, und da war jetzt auch nicht so die optimale Möglichkeit, irgendwie so viel zu filmen. Da will ich, wenn vielleicht irgendwie ein, zwei kleine Clips aus dem Stream rausnehmen, aber jetzt wirklich irgendwie ja selbst was aufzunehmen, war mir dann doch zu doof, vor allem weil ich auch selbst dem Spiel zuschauen wollte und auch ein wenig anfangen, klatschen und ähnliches. Da haben wir aber auch noch Daniel getroffen, das will ich vorhin vergessen zu sagen. Auch der da. Der leicht überfordert war mit seinem Fans und er war ja total. Echt cute, ist, weil er nicht weiß, der ist noch nicht gewohnt, so, wie gehe ich jetzt mit denen um? Soll ich sie anspringen? Soll ich Distanz halten? Was wollen die? Was will ich? So bleibt es verwirrt. Ich packe euch hier auch noch irgendwo noch mal ein Bild rein. Wir gucken jetzt, ob wir vielleicht in der letzten Minute auf der Messe noch irgendeine Kleinigkeit gemacht bekommen. Wahrscheinlich nicht, dann begeben wir uns nach draußen und gehen dann später noch mit Momochi essen. Deswegen bis gleich. Oh Gott, wir wollten noch gegen bei, Licht. Wir wollten noch bei Bethesda, das ist voll. Stimmt, wir machen jetzt vielleicht noch ein Foto. Ja, schauen wir mal, was ich euch hier noch so reinpacken kann und wie kurz dieser Vlog am Ende tatsächlich wird. Wir können natürlich.
Wir sind jetzt auf dem Weg zum Restaurant, zufällig auf dem Gamescom Street Festival gelandet. Auch nicht schlecht. Was ist das da vorne? Die nächste Bühne. Ja, aber wer? Ich habe das Gefühl, die sollte man kennen. Also so, ich weiß es gerade nicht. Werden wir vielleicht gleich noch herausfinden. Gucken wir mal. Heute ist die magische Funktion des Zooms. Kannst du das verstehen? Okay, was? Okay, das sind wir jetzt auch nicht, wir werden es wohl gleich sehen. Auf jeden Fall begeben wir uns jetzt zum Restaurant und mal gucken, wie da die Atmosphäre ist und endlich, ob ich da irgendwie vielleicht so ein paar Schnittaufnahmen mache. Ich glaube eher nicht. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich im Hotel wieder oder auf dem Weg zum Hotel. Wir sind jetzt wieder zum Hotel, hatten einen richtig guten Abend mit anderen Menschen. Also wir haben uns mit meinem gestern mit der Community noch getroffen. Und ja, wir saßen halt hauptsächlich am Omen-Stand. Und es ist so, wir saßen halt 20 Minuten da und kamen dann rein und waren den ganzen Tag da drin. Und haben halt diese Tasche bekommen, wo dann zum einen halt irgendwie Sticker drin waren. So, denkst du. Cool. Und was halt noch drin war, war ein relativ cooles Shirt mit halt dem Omen-Logo, was ich persönlich relativ cool finde, weil es halt rot und schwarz ist. Ich finde das immer drauf zu kriegen. Was halt ein bisschen traurig ist oder was ich schade finde, man aber anders machen kann, ist, dass alle Shirts Größe L sind. So. Ja, gerade kleinere Menschen wie ich haben dann irgendwie so breit. Ich muss gleich mal gucken, aber es geht mir wahrscheinlich irgendwie bis zu Knien oder so. Aber man kann halt schlecht sagen, okay, ja, welche Größe hast du? Okay, dann kriegst du die und die Tüte, weil auch irgendwie alle super schnell vergriffen werden. Und man gucken müsste, ja, wie viel produziert man, welcher Größe. Im Endeffekt kriegt auch nicht jeder die Größe, die er braucht, weil die dann schon vergriffen ist. So, und deswegen habe ich dann jetzt auch noch ein Schlafbett. So, aber ja, das ist halt so das Logo. Sein. Und das finde ich halt relativ cool, dass es die gratis gab. Die Mützen, die ich eigentlich haben wollte, waren im Endeffekt leider Gottes schon ausverkauft. Also in die Menge geworfen. Und ja, was sie halt auch gemacht. Was ich halt richtig schade fand, war, dass sie gerade gegen Ende irgendwann auf die Idee kamen, die Menge in der Mitte zu teilen und dann Durchgang zu schaffen. Und dann konnte man quasi das richtige Finale, das große, gar nicht irgendwie richtig zugucken, weil man zu sehr damit beschäftigt war, aufstehen, hinsetzen, was auch zwischendrin immer so eine Runde vorbei, alle aufstehen, neue Runde beginnt, ihr müsst euch wieder hinsetzen, so, was wollt ihr von uns? Und gerade am Ende, das Finale, hätte man halt gerne richtig mitbekommen, aber ja, so organisieren wollen. Gut, das ist halt E-Sports Life ist immer stressig. Aber naja, so viel meinerseits und der Tagesreport kommt wahrscheinlich auch gleich hinterher. Und das war dann auch schon dieser Gamescom-Tag. Der war jetzt vor allem im Vlog nicht so sonderlich aufregend, weil ich in der Omen-Challenge leider nicht so viel habe aufnehmen können. Wir sind jetzt im Hotel angekommen, es ist irgendwie gegen 0 Uhr, oder? Es ist Viertel nach 12. Es ist Viertel nach 12 inzwischen. Wir waren noch im Noah in Köln, der Innenstadt, essen zusammen mit Yamamushi, den wir auch schon gestern im Dual Universe Part des Vlogs hatten. Du schaust auf dich rüber, als wäre irgendwas. Habe ich irgendwas vergessen? An deinem Kopf zerstört, bist du auch so viel. Ja, der Tag war anstrengend, ich war auch langsam
meine Stimme von der Gamescom minimal belastet ist. Ich habe einen Download von 0,0, das ist quasi Tuch. Oder sagen, eine flache Linie. Ja, wie ist das, die Sinus? Ich hoffe, ich nehme an, dass der Vlog morgen nochmal etwas spannender wird. Ich schaue mal, was ich heute geschafft habe, aufzunehmen und alles rausholen kann. Ich würde mir an dieser Stelle auch nochmal gern einfach, auch wenn es wahrscheinlich niemand von den Personen, bei denen ich mich bedanke, je mitbekommen werde, bei Frank bedanken, weil der uns so unterstützt. Bei Daniel bedanken, weil er einfach so cute war. Kein Streamer kommt auf einen zu, ich hab dich gesehen in der Crowd. So. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin so vollständig erzählt haben. Mm-mm. So, ihr müsst euch vorstellen, wir waren halt eben in der Omen Challenge, haben halt eben die kompletten drei Spiele da zugesehen und haben halt eben danach draußen gewartet, um noch kurz irgendwie mit Daniel zu sprechen. Und Daniel kam halt eben da draußen tatsächlich auf uns zu und hat eben tatsächlich gemeint, ja, er hat uns in der Crowd gesehen, schon gedacht, dass wir ihn kennen würden, weil wir halt eben so oft zu ihm geschaut haben. Das war eben einfach echt cute. Da habe ich schon das Bild schon in einer anstehenden Vlog eingeblendet. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht, damit ich weniger Arbeit im Schnitt habe. Ja, mach es einfach normal. Ja, man muss ja an der Stelle wieder dran denken, dass ich es machen wollte. Das vergesse ich, nachdem ich es schon einmal gemacht habe. So. Handwechsel, Namen wird schwer. Juhu, wir haben 2%. Das hat hier nur eine Verlust. Und auch danke an Yamamushi, der es hier gar nicht versteht, weil das hier Deutsch ist und er nur Englisch kann. Trotzdem danke, weil es ein echt schöner Abend war. Auf Englisch jetzt kurz konzentrieren. Thanks to Yamamushi for this great evening. Ich bin müde. Video wird morgen geschnitten. Jetzt heißt es erstmal schlafen. Und wir sehen uns dann morgen am letzten Gamescom-Tag. 8 Stunden. Habt viel Schlaf. Also, das ist nicht, wie ich mich normalerweise verabschiede. Wir machen nicht gleich was und nehmen das nochmal auf. Nein, das passt so. Habt viel Spaß. Du bist bis zum nächsten Mal. Und ciao.